Liebe GGMD-Freunde und Partner, ich möchte heute kurz ein Video machen über die Lieferung, die ich sehnlichst erhalten habe, erwartet und jetzt erhalten habe. In der Schweiz war es ja so, dass man mit dem Zoll ein bisschen noch ein Thema hatte, weil da jede Lieferung geöffnet wurde oder werden würde und man dadurch zusätzliche Gebühren bezahlen müsste, und bei kleinen Lieferungen macht das natürlich dann keinen Sinn. Ich habe heute meine Lieferung erhalten und die kam per Einschreiben in so einem Umschlag vom Schweizer Partner hier im Auftrag der GGMT. Schweizer Goldbörse GmbH aus Bern. Also wenn ihr jemanden habt in Bern, dann kann man die auch direkt abholen per Einschreiben. Dann waren zwei Umschläge drin. Die kennt ihr ja schon alle. Your gold is coming home. So, hier. Dein Gold kommt nach Hause. Gold forever, everyone, mit dem Siegel drauf. Und da heißt es dann, dein Gold kommt nach Hause. Ja. Viele von euch haben ja ihre Lieferung schon bekommen. Wir freuen uns sehr, Ihnen Ihr persönliches Gold auszuhändigen. Viel Freude und Erfolg mit Ihrem Goldeinkauf wünscht Ihnen das Team der GGM Trading GmbH. So, jetzt habe ich Bestellungen gemacht, und zwar habe ich ja drei Accounts, einen für mein Geschäft, mein Empfehlungsaccount, und dann noch private Accounts. Ich habe am Anfang nur mal, also im März 2019 habe ich mal nur eine kleine Bestellung gemacht, habe die dann nach einem halben Jahr verkauft und habe das Geld bekommen und habe dann nochmal jetzt am 3.12. habe ich nochmal eine Bestellung gemacht. Und zwar habe ich einmal einen 2-Gramm-Barren, einen 5-Gramm-Barren und einen 10-Gramm-Barren. Also man sieht hier, Moment, ja, 2 Gramm, 5 Gramm und 10 Gramm. Ich mache nachher gleich noch die Übersicht. Also man merkt sich 88,206 Euro und 404. So, das war jetzt dann die Geschichte. Ungefähr 700 Euro, knapp 700 Euro. Dann habe ich jetzt bekommen also Firma Valcambi, das ist ja eine sehr bekannte Raffinerie in Tessin in der Schweiz. Da habe ich jetzt nicht 2 Gramm bekommen, sondern 2 mal 1 Gramm. Ja, so, 2 mal 1 Gramm und hinten drauf auch die Seriennummer. Ja, ja, Valcambi ist sehr etabliert. 2 mal 1 Gramm. Dann habe ich bekommen 5 Gramm auch von der Valcambi. Ja, Valcambi Swiss. Auch mit einer Seriennummer. Dann habe ich einen 10 Gramm Barren bekommen. Der ist nicht von der Valcambi, sondern von einer anderen Raffinerie. Die habe ich jetzt noch gar nicht recherchiert. Aber auch mit einer Seriennummer. Also genau das Gleiche. Die ist sogar gleich verpackt. Könnte auch sein, dass das von einer Partnerraffinerie, von der Valcambi, von der Tochter vielleicht auch ist. Muss ich mal nachschauen. Also ist genau das gleiche Layout, gleiche Verpackung. Genau, SA Certificate. So, jetzt bin ich mir noch nicht sicher, ob ich die verkaufe im Moment. Muss ich mal schauen. In Zürich ist ja die Pro Aurum, da könnte ich die auch verkaufen. Aber ich habe euch jetzt noch eine
Übersicht, was das jetzt heute bedeutet. Machen wir ein bisschen größer. So, also was bedeutet das jetzt, wenn ich, Moment, machen wir ein bisschen größer. So, also ich habe eingekauft am 3.12. mit Lieferzeit 6 Monate. Hat sich jetzt ein bisschen länger hingezogen, aber ist okay. Der Preis ist ja gestiegen, also ich habe nichts verloren. Und habe 10% Rabatt. Bedenke, wir haben jetzt eine Aktion mit 50% Rabatt. Die werde ich mir auf jeden Fall noch sichern. Wir haben hier die Einkaufspreise jeweils und den Gesamtpreis. Und dann habe ich hier den Ankaufspreis. Ich habe jetzt muss ich schauen. So, machen wir ein bisschen kleiner. Ich bin hier bei Pro Aurum, habe jetzt mal das Deutsche genommen, weil ich ja jetzt in Euro bezahlt habe. Und wenn ich jetzt die Schweizer nehme, aber hier sieht man zum Beispiel den 10 Gramm, was habe ich da, 10 Gramm Barren, genau. 10 Gramm Barren, dann sieht man jetzt hier im Moment, was man im Einkauf und im Verkauf, also hier den Spread, die Handelsspanne vom Händler, was ich bezahle und was ich bekomme. Deshalb habe ich auch hier geschrieben Verkauf und hier habe ich dann diese Preise. Hier habe ich dann den, einfach wenn man drauf geht, sieht man das, 54,5 ist 1 Gramm und habe ich jetzt zweimal gemacht, damit ich dann auch alles korrekt habe. So, hier sieht man die einzelnen Wertzuwächse. Man sieht auch, wenn man jetzt einen kleineren Barren nimmt, 5 Gramm oder so, da hat man gar nicht so wesentlichen Unterschied. Wenn man dann natürlich jetzt mal einen 500 Gramm Barren nimmt oder einen 100 Gramm, dann wird es wahrscheinlich schon so sein, dass man entsprechend der Menge, die man kauft, günstiger, wesentlich günstiger noch einkauft. So, ich habe jetzt mit dieser Bestellung habe ich 700 Euro investiert. Und wenn ich jetzt verkaufen würde, hätte ich 214. Das heißt, 30% habe ich jetzt schon Gewinn. Ich bin aus dem Risiko. Ich habe mein Gold. Ja, bin aus dem Risiko. Und alles, was in Zukunft noch über das Goldrecht kommt, ist dann noch zusätzlich Gewinn. Und das Jahr für Jahr. Also in diesem Sinne gibt es einem nicht viel mehr zu sagen. Die Lieferung kam an. Macht gerne auch Videos von eurer Seite, wenn ihr eure Lieferung bekommt. Teilt uns das Ganze mit. Rechnet es auch mal aus, was für einen Schnitt ihr macht zum Lieferzeitpunkt. Und dann viel Spaß noch mit GGMT. Viel Spaß auch noch beim Teamaufbau, wenn ich irgendwie behilflich sein kann. Dann kommt auf mich zu. Wichtig ist einfach, dass ihr eine Entscheidung trefft, ob ihr dem Unternehmen vertraut oder nicht. Risiken gibt es natürlich, wenn ich einen Betrag über den Tresen schiebe und mein Gold mitnehme, dann habe ich das Gold, bezahle aber mehr und bekomme nicht jährlich dann noch das Goldrecht. Da müsst ihr abwägen, ob ihr einen Teil direkt kauft und mit einem anderen Teil dann jeweils das Geld dreht. Ihr könnt ja auch alle 3 Monate Gold kaufen und es dann immer wieder verkaufen, auch an die Firma verkaufen. Dann müsst ihr nicht zum Händler und es wieder verkaufen. Oder wenn ihr euch natürlich einen Goldbestand aufbauen wollt, regelmäßig eine Bestellung machen und euch dann freuen, wenn euer Gold nach Hause kommt. In diesem Sinne viel Spaß mit GGMT und natürlich viel Erfolg. Ciao, ciao.